Ich habe mir das zwar jetzt noch gar nicht verdient, aber ich probiere jetzt schon mal. So, ich stehe hier jetzt mit dem Michael Krämer und seinem Sohn Mattes. Hallo. Hi. Michael, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Michael Krämer. Wir betreiben am Ruber-Hochwald-Radweg. Das ist von hier aus eine schöne Radtour entfernt. Hotel, Restaurant zur Post. Ich bin gelernter Küchenmeister. Wir haben bei uns in der alten Poststelle Fahrräder im Verleih. Wir haben also die alte Post zur Radstation umgebaut. Und wir haben dort sowohl Mountainbikes als auch E-Bikes, mit denen man hier im Hochwald-Hunsrück wunderschöne Touren machen kann. Das ist jetzt hier das Picknickbike. Genau, das ich bei dir mieten kann. Was ist da drin? Also muss ich mir meine Lebensmittel mitbringen oder wie funktioniert das? Du kannst beim Buchen selbst Lebensmittel auswählen. Wir packen dir dann das Rad fertig. Wir haben da regionale Lebensmittel unserer Kooperationspartner drin, von Eppes von Hai. Und wenn du kommst, kannst du die Tour direkt starten. Was gibt's denn hier alles drin? Ja, wir haben von unserem Dorfmetzger regionalen Wurstsalat dabei. Wir haben frisch gebackene Knusperstangen aus Hochwälder Schrot und Korn von unserem Bäcker aus dem Nachbarort dabei. Das ist lieb, danke. Das sind jetzt die, was haben wir hier? Das sind Mini-Rohesser, auch von der Partnermetzgerei. Wir versuchen immer von allen Partnern was drin zu haben. Ich habe mir das zwar jetzt noch gar nicht verdient, aber ich probiere jetzt schon mal. Ach super. Ja, das kann also nach eigenen Wünschen selbst zusammengestellt werden mit Speisen und Getränken. Dann gibt es passend dazu auf dem Navi eine Tour, die vorbei an Produzenten. Die finde ich hier. Das ist hier diese Tour, die ich hier dann. Genau, das sind die sogenannten Picknicktouren, die führen zu Produzenten oder Erzeugern unserer Gemeinschaft. Wenn man vorher einen Termin macht, kriegt man auch den Betrieb gezeigt, kann dann natürlich auch was kaufen vor Ort und das im Rad dann mit nach Hause nehmen. Es gibt, wie ich gehört habe, 4 Regionalmarken. Genau, wir sind bei Eppes von Hai zu Hause. Schön. Die Regionalmarke, die sich hier vom Hunsrück bis ins Saartal, ins Saarland erstreckt, auf den Saargau. Ja. Und wir haben überwiegend regionale Produkte im Betrieb. Wo es nur geht, verwenden wir Lebensmittel, die wir auch hier aus der Region besorgen können. Das fängt bei den Getränken, beim Wasser an und geht bis bei den Getränken sogar bis zu einem Digestiv nur vom heimischen Brenner, beim Fleisch sowieso, beim Getreide, beim Brot, alles regional. Wir versuchen immer mehr im Haus umzusetzen, was jetzt Verpackungen betrifft, vom Frühstücksbuffet angefangen, die großen Verpackungen wegzulassen, dass man alles in Gläsern hat. Ja. Von unseren Partnern keine kleinen abgepackten Portionspackungen. Wir haben dazu auch ein eigenes Label geschaffen, Post natürlich heißt das. Post natürlich. Post natürlich. Das ist ein grüner Baum mit unserem Logo drin, wo wir dann an den Stellen, wo wir im Haus dann dies so umsetzen, darauf hinweisen, warum wir hier das gerade so machen, warum wir hier an der Stelle jetzt nicht das Übliche machen, sondern sparen an Verpackung und Wegen. Richtig, ja. Wir haben in dem Fall Glück gehabt, wir liegen mit unserem Haus an der alten Bahnstrecke der Hochwaldbahn. Da haben wir jetzt eine Terrasse gebaut zum Radweg hin. Also die Bahnstrecke haben wir nicht umgebaut, aber wir gehören aber zu den Zugang dazu. Genau, den Zugang. Und wir haben, also das sind insgesamt 48 Kilometer von den Hochwaldhöhen runter bis nach Trier. Und da haben wir das Glück, an der Bahnstrecke zu liegen. Und unser Fokus liegt auch auf den Mountainbike-Touren, rechts und links der Bahnstrecke ins Gelände, aber auch auf dem Radweg. Also bei uns kann man auf den Navis verschiedene Touren abfahren, die man sich vorher runtergeladen hat. Und die Navis gibt es bei uns mit den Rädern im Verleih. Und wenn man mit dem E-Bike unterwegs ist, kann man natürlich von uns, von Kell, locker bis hierhin in den schönen Nationalpark fahren. Klasse. Ja, jetzt haben wir die Räder. Mathis, bist du auch bereit? Wollen wir uns mal auf Tour bewegen? Wir starten jetzt. Michael, okay, viel Mathis, Spaß. Seid ihr bereit? Jo. Wollen wir los? Super. Ja, macht Spaß, auf so einem E-Bike zu fahren. Ich glaube, das Jumbo ist nicht an. Turbo. Ja, dann tritt mal unten auf den einen Ausschalter, auf den großen Display. Ach, da. Hast du? Jetzt habe ich. Ah. Wow! Okay. Mit dir?
gut aus irgendwie. Das schreit nach Picknick. Was wir dabei haben, lauter gute Sachen. Ja, großartig, ich freue mich drauf. Die Wiese ist super, oder? Klasse, super Plätzchen. Wow, ist das schön hier. Jetzt bin ich ja gespannt, was isst du denn da schon? Mini-Rohresser. Okay, test es vor, ne? Ich weiß ja, wie ich es mit einer Okay, ja, macht Sinn. Lass es dir schmecken. Hochwilder Knusperstangen, das ist gebacken mit Dinkel und Emma. Emma ist ein Urkorn, was hier im Hochwald jetzt wieder angebaut wird. Also ganz was regional Rustikales. Wow, toll. Und dann habe ich hier Hunsrück-Cookies hausgebacken. Genau. Wir backen Müsli-Schnitten aus Hunsrücker. Die backt ihr? Die backen wir selbst. Okay. Die backen wir selbst. Die gibt es bei uns unten am Radweg in der Regiobox. Haben wir die im Automat. Ja. Kann man sich ziehen. Die bringen nochmal verlorene Kräfte für die Radfahrer zurück. Und die Cookies sind ganz gut. Die sind auch aus regionalem Mehl gebacken mit regionalen Eiern. So schön zu einer Tasse Kaffee auf der Terrasse oder unterwegs einfach zum Picken. Toll, lecker. Ja. Das schneiden wir natürlich raus, wenn du sagst, kalt. Das ist jetzt nicht gerade irgendwie für die Zuschauer so attraktiv. Nee. Wann ist das warm hier? Das ist ja. Ja, zum Glück gibt es was Kühles zu trinken. Ja, ja, das ist wirklich. Mir ist so heiß. Die Radtour mit dem E-Picnic-Bike war ein tolles Erlebnis und hat total Spaß gemacht. Zudem war ich beeindruckt, wie viele regionale Produkte diese dort im Korb versteckt haben, die auch richtig lecker waren. Neben den vielfältigen Radwegen, die es im Hunsrück gibt, kann man natürlich auch hervorragend wandern. Und es gibt diverse Wanderwege. Aber wer den Nationalpark einmal richtig kennenlernen möchte, der bucht sich einen Nationalparkführer. So wie ich das gemacht habe mit dem Rainer Skrieber, der zertifizierter Nationalparkführer ist und der mit mir auf die alte Wälder- und bizarre Felsentour gegangen ist. Wow, ist das schön. Bizarre Felsen. Ja, Nationalpark zwischen alten Wäldern und bizarren Felsen, genau, der Titel. Ne? Ja. Wie viele Nationalparkführer gibt es? Also ausgebildet sind wir über, ich glaube, genau 56. Ja. Und die sind buchbar, genau. Das ist der Unterschied zu den Rangern. Die Rangern, da können sie gerne auf den Touren mitgehen. Ja. Das sind feste Touren, die sind nicht buchbar. Der Unterschied zwischen uns und den Rangern ist ganz einfach der, wir sind, breiter ausgebildet, also interdisziplinär. Wir haben viele Themen, ne, ob das Flora, Fauna ist, ob das Geschichte ist. Ne. Und die Ranger haben dafür den Vorteil, die kommen aus Forsten, die kennen sich im Wald prima aus. Ja. Ne, werden aber allerdings auch immer weitergebildet, also eigentlich, dass wir auf einem ganz hohen Qualitätsniveau sind für den Gast und dem so viel wie möglich näher bringen können. Rainer, ihr bietet ganz individuelle Touren an. Das finde ich so spannend. Das heißt, und wie ich als Firma kann jetzt bei euch anfragen, ich habe hier eine Gruppe von 10, 15 Leuten, möchte mit meinem Team wirklich ein Teambuilding-Event machen und ruf dich an und dann schneiderst du das individuell zusammen. Genau, ich unterhalte mich mit demjenigen, der das so gerne hätte und kitzel das so raus, was für ihn am besten wäre. Mhm. Und wenn ich es nicht bieten kann mit meiner Person, dann sind wir da natürlich im Team drin. Ja. Und dann können wir eigentlich alles befriedigen, was da an Anfrage da ist. Ne? Ob das jetzt Teambuilding ist, ne? Was über Waldbaden zum Beispiel gut geht. Oder wir machen spezielle Kräutertouren oder Vollmondtouren, Fackeltouren oder Sonnenaufgangstouren. Ja. Ne? Das ist alles möglich. Ja. Ne? Ein großes individuelles Angebot an Touren bieten die Nationalparkführer an. Und das Ganze für 10 Euro pro Person. Aber es gibt auch kostenlose Touren. Und zwar gibt es die Ranger im Nationalpark. Und diese bieten täglich kostenlose Touren an. Unten in der Beschreibung findet ihr natürlich die Links zu den Angeboten von Nationalparkführern und auch Rangern. Roland Schmidt ist Ranger im Nationalpark Hunsrück-Hochwald und den habe ich im Nationalparkhaus am Erbeskopf getroffen, wo es auch eine tolle Ausstellung gibt. Und er hat mir wirklich viel Wissenswertes über den Nationalpark und deren Flora und Fauna verraten. Ich bin jetzt hier im Hunsrückhaus am Nationalparktor Erbeskopf und neben mir steht der Roland Schmidt, ein echter Ranger. Roland, vielleicht stellst du dich mal vor.
Wie lange bist du schon Ranger? Welche Touren gibt es? Ich bin hier geboren, im Nachbarort hier unten, und ich bin von Anfang an dabei als Ranger, also die kompletten 5 Jahre. Wir sind 28 Rangerinnen und Ranger im Nationalpark zurzeit. Und wir machen eigentlich so alles, aber hauptsächlich Touren, Ranger-Touren, Streifzüge. Ranger-Touren sind fast jeden Tag außer montags. Am Wochenende sind die Touren von den Nationalparkführern, was wieder was anderes ist. Wie viele unterschiedliche Ranger-Touren gibt es? Also ich habe schon gehört von den Nationalparkführern, das sind ja individuelle Touren. Genau. Und ihr habt die festen Touren. Wir haben die festen Touren. Wir haben einen klaren Bildungsauftrag, den Besucher den Sinn eines Nationalparks zu erklären, warum wir das tun und weshalb. Und die Nationalparktouren starten immer an den Nationalparktoren, ist das richtig? Nicht unbedingt immer an den Nationalparktoren. Es ist auch, welche Grenztour ist unten, zum Beispiel im Hambachtal geht die los. Und, okay. Und es sind 5 verschiedene Touren. 5 verschiedene Touren gibt es. Okay, wie lange dauern die Touren? Die Touren dauern in der Regel so 2 bis 3 Stunden. Okay. Außer die Tour-Inklusion, die ist halt relativ kurz. Die geht auch nur, ist ja speziell für Rollstuhlfahrer, die halt nur 1,5 Kilometer lang ist. Ja. Die ist halt wesentlich kürzer. Was kostet denn eigentlich so eine Tour? Nichts. Nichts? Nein. Gar nichts? Die Tour von die Ranger-Tour an sich ist kostenlos. Okay. Wenn Sie jetzt einen Nationalparkführer buchen mit einem Betriebsausflug oder irgendwas, dann müssen Sie das bezahlen. Aber die Ranger Tour ist kostenlos. Die sind völlig kostenfrei. Völlig kostenfrei. Das ist ja. Und Sie müssen sich außer zu Corona-Zeiten auch nicht anmelden. Ja. Nur jetzt haben wir halt eine andere Situation, wenn das jetzt wieder losgeht. Ja, naja, logisch. Ja. Roland, hast du eine Lieblingstour? Hast du irgendwie ein Spezialgebiet hier? Ich ein Spezialgebiet, ja klar. Moor. Moor? Für mich ist Moor das Spezialgebiet. Du bist der Moor-Spezialist. Ja, gut. Ja. Okay. Kann man so sagen. Wie nennt sich hier das Moorgebiet hier im Nationalpark? Wir haben ungefähr 13% der Fläche, der Nationalparkfläche von 10.000 Hektar, sind potenzielle Mastflächen. Das heißt aber nicht, dass alles Moor ist. Mhm. Aber die Moore im Hunsrück sind halt relativ kleinflächig. Ja. Das sind die sogenannten Hangmoore. Mhm. Also das sind jetzt nicht 100 Hektar an einem Stück. 100 Meter Korbschicht oder sowas. Das sind also kleinflächige Moore, die miteinander zusammenhängen. Und in der Regel am Hang gelegen. Ja, okay. Morgen gehe ich zum Tranenweiher. Mhm. Das ist ja ein renaturiertes Moor. Was ist das genau? Vielleicht kannst du mir da schon ein paar Informationen darüber geben. Also die Moore sind ja im Grunde genommen alle vor 10.000 Jahren nach der Eiszeit entstanden. Es gab dann mal eine Zeit, so ungefähr vor 300 Jahren, als der Wald, das sieht man auch schön hier in dem Zeitstrahl, 1700, 1800, als der Wald fast komplett der Verhüttung von Eisen zum Opfer gefallen ist. Mhm. Nicht nur. Ja. Also der Wald war im Grunde genommen, ich sag's wirklich bewusst, überspitzt. Und dann hat man die Moore entdeckt und hat die Moore im Grunde genommen entwässert. Mhm. Also die Preußen sind hingegangen, besten Gewissens. Ja. Sie hatten keine andere Wahl im Grunde genommen. Mhm. So. Und haben die Moore entwässert, haben also Gräben reingezogen. Ja. So. Und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, in Teilen, die wirklich wertvoll sind, einfach dieses wieder zurückzunehmen. Ja. Also die Gräben werden wieder verschlossen, es werden Bauwerke reingebaut, das Wasser zurückhalten, die Fläche wieder vernässen und dann wird in der Regel das Moor sich selber überlassen. Und die weitere Entwicklung macht es selbst. Ja. Was fasziniert dich so am Moor? Der Matsch. Der Matsch. So das Schwarze, richtig, wie früher, so als Kind, richtig bis hierhin. Ja. Im Dreck. Das Moor ist ein ganz spezieller Lebensraum, weil A, die Moore bei uns sind sehr sauer. Also wir reden vom pH-Wert von etwas über 4 im Untergrund. Punkt 1. Und dadurch kommen wenige Pflanzen, wenige Tiere, aber wahre Spezialisten. Mhm. Und die sind natürlich auch besonders schützenswert. Ja. Feuersalamander zum Beispiel kommt bei uns im Moor relativ häufig vor. Ja. Sonnentaub, die einzige fleischfressende Pflanze in Deutschland. Wir haben fleischfressende Pflanzen in Deutschland? Ja. Okay, wieder was gelernt. Ja.